Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 42. Affixe und ihre Verwendung. Affixe sind gebundene Morpheme, die nicht bedeutungstragend sind und stets eine Derivationsbasis benötigen. Das Wortbildungsverfahren nennt man Affigierung. Der Wortbildungsstamm kann dabei ein einzelnes, freies Morphem oder ein morphologischer Komplex sein. Affixe sind also nicht basisfähig und können daher nicht mit anderen Affixen zu einem Wort verbunden werden. Affixe weisen in Verbindung mit einer Derivationsbasis eher auf eine oder mehrere semantische Bedeutungen hin, als dass sie selbst eine Bedeutung innehaben. So kann das Affix -ig je nach Wortstamm verschiedene semantische Bedeutungen haben, wie in den Beispielen hier deutlich wird. Es kann unter anderem für haben oder aufweisen oder zum Verb neigen stehen. Je nach Position im Wort unterscheidet man bei Affixen zwischen Präfixen bzw. Vorsilben, Suffixen bzw. Nachsilben oder Endungen, Zirkumfixen und Infixen. Zirkumfixe sind eine Kombination aus Prä- und Suffixen und werden um ein anderes Morphem herum gebildet. Infixe werden in ein Morphem hineingebildet, wobei es Infixe im Deutschen nicht gibt.